Dreimal konnten sie mir und meinem kurzbeinigen Freund Fiedel schon beim Wandern zugucken. Jetzt liege ich sozusagen auf der Zielgeraden. Das letzte Stück auf meiner großen Tour quer durch Nordrhein-Westfalen. 60 Kilometer noch. Boah. In Essen sind wir losgegangen. Klar, wo sonst? Das ist ja mein Theater. Wir sind am Rhein entlang durchs Bergische und heute geht's nach Winterberg und dann rauf auf den kahlen Asten. Letzte Woche war ich nicht gerade auf Diät. Prost. Gab einen Pilzken auf der Burg, lecker Fisch in Wuppertal, Schnittchen in der Jugendherberge und Kuchen in der alten Backstube. Ich bin eigentlich kein Vielesser, ich bin ein Opfer. Ich war im Sauerland unterwegs, ein Stück bin ich mit einer sehr netten Kollegin gewandert, mit Mirja Bös. Sogar unter Tage war ich in einer echten Urzeithöhle. Heute starte ich in Schmallenberg, durfte mich hier übrigens mal wie ein Teenie fühlen. Übernachtung in einer Jugendherberge. Kurz hinter Schmallenberg geht's auf den Rothaarsteig, ein Klassiker unter den Wanderwegen. 154 Kilometer lang und eine wunderbare Gegend. Moin, was machen Sie denn schon so früh am Morgen im Wald? Ja, so ein bisschen die Beine kühlen. Wenn Sie hier bergauf laufen, das ist ja nicht ganz einfach, ne? Ist ja praktisch, ein Kneippbecken mitten im Wald. Fiedels Beine sind zu kurz und Stratmann macht sich nicht so gern die Füße nass. Er bringt lieber die Kilos in Bewegung. Mann. Wie war's denn? Schön, weich. Tun die Füße jetzt weh oder? Nee, nee. Geht es? Es geht, ne? Es geht, war schön. Ja, wunderbar. Bin ja früher Trampolin gesprungen, aber merkt man heute nichts mehr von. So viel, wir müssen weiter. Ja. Rothaarsteig. Wünsche Ihnen noch einen schönen Aufenthalt. Ja, hier. Ihnen auch, ne? Ja, Waldwanderung ist überhaupt nicht möglich hier. Der Wald ist weg. Hier hat damals der Sturm gewütet, an den Sie sich alle noch erinnern können. 2007, Kyrill. Und auf dem sogenannten Kyrillpfad wird mich nun einer ein Stück begleiten, der sich hier wirklich auskennt. Ranger Hansen. Herr Hansen. Das ist gerade ein Nickerchen. Ist das richtig? Ja. Bleiben Sie liegen, ich lege mich dazu ein bisschen. Ja. Das war ja wieder ein ordentliches Stück Weg hier hoch. Ja, das ist ganz schön steil hier rauf, ne? Das ist Ihr Büro? Ja, im Sommer schon mal. Im Sommer schon mal. Für ein paar Minuten. Ah, hier liegt ja noch alles kaputt rum. Ja, das ist der Kyrillpfad. Ja. Hier wollen wir an den Sturm von 2007 erinnern. Aha. Und unseren Besuchern mal so ein bisschen zeigen. Was hat sie dir gekostet, Herr Sturm? Wie viel Quadratkilometer Wald? Also das ist der größte Schaden gewesen, den es jemals in Südwestfalen gegeben hat. Ja. Die größte Naturkatastrophe. Ja, ja. Und es sind etliche Millionen. Also im dreistelligen Millionenbereich ist der Schaden hier gewesen. Ja. Und dieser Weg ist hier angelegt worden, damit man sich auch heute noch ein Bild machen kann, wie Kyrill mit dem Sauerland und natürlich auch vielen anderen Regionen Europas so umgegangen ist. Soll auch so der Natur überlassen bleiben. Herr Hansen, das ist aber wirklich hier ein richtig großer Waldfriedhof, ne? Das ist ja Wahnsinn, was hier alles kaputt gegangen ist. Ja, wir haben hier alles so liegen lassen, wie es fast überall im Sauerland aussah. Aus welcher Richtung kam denn der Wind überhaupt? Der Wind kam im Wesentlichen aus dieser Richtung. Und warum hat er da vorne die Fichten nicht kaputt gemacht? Warum hat er hier alle kaputt gemacht? Wir wissen es nicht genau. Also so Wind ist ja nicht so gleichmäßig, sondern dann gibt es immer Stellen, wo der enger zusammengedrückt wird. Wahrscheinlich durch andere Winde. Ja. Und da bläst er dann und schmeißt dann sowas um hier. Oder Sabotage. Ja. Sauerlandhasser. Ne? Ja. Sauerland ist mittlerweile so beliebt. Ist wahr? Ja. Über einen Kilometer haben die hier den Pfad angelegt. Schon so ein bisschen gespenstig hier. Auch wenn überall schon wieder das Grün rauskommt. Aber vom richtigen Wald ist man noch einige Jahrzehnte entfernt. Thank you.
Da haben Sie aber ganz schön Schritt drauf. Komm, wir machen mal eine kleine Pause. Das können wir machen. Ja, das. Komm, wir machen eine kleine Pause. Das kann ich aber nur im Liegen. Das kann ich nur im Liegen auspacken. Ein Brötchen? Welches Wild haben Sie denn hier oben? Also hier drin haben wir eigentlich nur den Hasen. Hasenfuchs. Wir sagen dann auch, man muss hier keine Angst haben. Hier kommt kein Bär, hier kommt kein Wolf. Noch nicht? Noch nicht. Das größte Raubtier, was es hier gibt, ist der Fuchs. Die Sauerländer hätten was gegen den Bären, ne? Ich glaube ja. Ich glaub, ja. So wie die Bayern auch. Die Bayern auch, ja. Problembär wollen wir ja auch nicht haben. Die Tschechen können da ganz gut mit umgehen. Erzähl Vielleicht mal. Haben wir demnächst ein paar Luchse hier. Mhm. Muss man mal gucken. Luchse im Sauerland. Gut, im Harz leben ja schon wieder einige von diesen scheuen Großkatzen. Und gut verstecken können sie sich hier auch in dem dichten Gestrüpp. Sie wollen auch mal als Ranger tätig sein? Gerne. Ich will ja jetzt in Richtung Bad Berleburg. Ja. Wo muss ich denn da herlaufen? In welcher? Gehen Sie am besten über den Waldskulpturenweg. Ja, genau, den wollte ich mal. Die erste Skulptur sehen Sie direkt da hinten. Ja. Das ist der Krummstab. Sieht aus wie ein Bischofsstab. Ja, ne? Ja, das symbolisiert er auch. Dann noch alles Gute. Gleichfalls. Also eins muss ich schon sagen, mein Kunstverständnis muss ich mir hier hart erarbeiten oder erwandern. Das ist eine riesige Ausstellung mitten im Wald. Gut 20 Kilometer kann man hier von einer Skulptur zur nächsten laufen, den sogenannten Skulpturenwanderweg. Wandern und Kunst müssen also gar nicht so weit auseinander sein. Nur im Museum geht's nicht dauernd bergauf. Einer zu Hause, was steht da oben? Eine allzu große Macht stürzt durch ihre eigene Masse. Ja, Martin Luther. Tja, kann man jetzt mal drüber nachdenken. Bis zum nächsten Standbild. Was ist das denn? Ach, eine Hängebrücke. Das wäre was für meine Enkelkinder. Aber nicht für viele. Dem ist das nicht so ganz geheuer. Ja, Hängebrücke hat er nicht so gerne, wackelt zu viel. Mann, oh Mann, jetzt habe ich schon so viele Kilometer auf dem Puckel, aber konditionell komme ich immer wieder an meine Grenzen. Aber ich meine, ich wäre schon deutlich schneller geworden. Also berg runter. Aber ich erzählte Ihnen ja schon, meistens geht's bergauf. Geht schon los mit der Höhenluft. Gott sei Dank steht ja hier im Sauerland nach jeder Steigung eine Bank. Der denkt mit, der Sauerländer. Und diese Bänke finde ich besonders schick. Hab mir sagen lassen, dass die eine kleine Schreinerei ganz hier in der Nähe anfertigt. Ich sag's ja, Produkte aus der Region. Scampis aus Indien und Bänke aus dem Sauerland. So, weiter geht's. Ich wusste doch, irgendwo in Deutschland werden goldene Eier gelegt. Jetzt habe ich eins gefunden, hier mitten im Wald. Das ist ein 6,50 Meter großes goldenes Ei von einer Künstlerin im Rahmen des Skulpturenwanderweges dahingestellt. Und das gucke ich mir jetzt mal aus der Nähe an. Wenn Sie wollen, können Sie mitkommen. Okay, ist doch ein ganz schönes Stück bis zum goldenen Ei. Wanderweg eben, kein Museum. Natur ist schön, Kunst ist schön und beides gehört zusammen. Ist nicht von mir, hat 100, was er gesagt hat.
Recht hat er. Ganz schön imposant. In ein paar Millionen Jahren werden die Forscher das Ei finden und sagen, Mensch, die haben aber im Jahr 2000 große Vögel gehabt, große Hühner. Oder schön Ostern gefeiert. Ist hohl, das Ei, viel. Aber mit Blattgold, guck. Schön. So, komm, viel. Also, tschüss, du Ei. Wir wollen weiter. Erstmal Richtung Christianseck und dann nach Zwischen. Ist ein Ortsteil vom Winterberg, kennt ja jeder. Da werde ich heute übernachten, aber einige Kilometer sind das noch. A4 und 5. Ja, ich habe ja jetzt den Rothaarsteig verlassen. Der war ja toll ausgeschildert. Ich weiß jetzt gar nicht, ob das hier. Aber sonst hätten die ja keine Zeichen hier hingemacht. Ich glaube, ich gehe einfach geradeaus weiter. Wenn ich mal nicht weiter weiß, dann entscheide ich aus dem Bauch heraus. Davon habe ich ja eine ganze Menge. Komm, Phil, wir gehen einfach geradeaus. Viel. Da kommt eine ganze Karawane. Hallo. Moin. Ludger Stratmann bin ich. Ich wandere hier durch Sauerland und jetzt bin ich im Moment ziemlich verwirrt, weil ich gar nicht weiß, wo es weitergeht. Ist das der Stratmann aus dem Fernsehen? Jo, jo. Jawohl. Hallo. Sauber. Und was machen Sie hier? Unterwegs am Rothaarsteig. Komplett den Rothaarsteig einmal ganz unten vom Süden bis nach Brilon, genau. Und da kann man sich Esel für leihen? Nee, das sind unsere Esel. Ach. Genau. Wer ist das denn da auf dem Esel? Das ist die kleine Emmy. Tag, Emmy. Ist ja schön, dass ich euch hier treffe. Hör mal. Dann kennt ihr euch ja ein bisschen aus hier, ne? Ja, so ein bisschen kennen wir uns aus. Ja. Und ihr wandert öfter mal mit euren Eseln und eine Karre ist da hinten auch dran. Genau, haben wir alles dabei, was man braucht für draußen zu leben. Aha, Essen. Samt Zelt, Essen. Zelt. Ja. Das ist ja toll. Wie komme ich denn jetzt nach Christianseck? Das geht hier jetzt rechts rum. So habe ich eben auf der Karte gesehen. Ah, ja. Müsste das dann gleich kommen? Ja, dann will ich da mal langlaufen. Müssen wir auch lang? Ja, ja, wir müssen auch her. Ach, das ist ja schön, da können wir ein Stück zusammengehen. Eine ganze Familie mit Sack und Pack mitten im Wald. Das ist was, ne? Sind einen ganzen Monat auf Wanderschaft. War da nicht mal was vor 2000 Jahren? Nur Sauerland passt da weniger. Wie bist du da drauf gekommen, dass du hier so als Waldwanderer unterwegs bist? Ich meine, die Gegend ist ja schön, aber muss man ja irgendwann auch, muss man die Stadt ja auch wieder haben, oder nicht? Nicht unbedingt. Nee? Ja, drauf gekommen. Immer schon habe ich da Lust drauf gehabt, zu wandern, draußen zu sein. Ja. Und hier trifft man Leute, hier kann man ein bisschen Musik machen, hier kann man Menschen unterhalten, hört Geschichten, trifft verrückte Menschen. Ja. Heute beste Beispiel, toll. Ja. Deine Freundin, die macht das alles mit, ne? Ja, gerne auch. Gerne? Also die Esel waren eigentlich meine Idee damals. Ja? Ja. Ich wollte unbedingt Esel haben. Und Emmy macht ja auch einen ganz ausgeglichenen Eindruck. Ja, für die ist das toll. Ja. Den ganzen Tag draußen. Ja. Die schläft im Zelt so gut wie noch nie in ihrem ganzen Kindheitsleben. Natascha erzählt mir, dass ihr Mann Geschichtenerzähler ist. Er nennt sich Mundwerker.
Und ich soll jetzt mal seinen Stock nehmen, Stenz heißt er, und damit dreimal auf den Boden hauen.